Nun, liebe Freunde, das alles, was ich den Menschen gesagt, wie ich ihm sein Leben vorgespielt, ist Wahrheit. Und es ist für jeden etwas heute schon hier drin gewesen. Wem sein Leben war noch nicht hier geschildert, wer fällt hier außer dabei? Na, dann suche ich Fingerchen hoch. Ich bin ja auch noch nicht ganz fertig, aber es meldet sich keiner. Sind Sie so feige, dass Sie sich nicht melden? Seien Sie doch ehrlich. So war es doch. Und es muss gesagt werden. Ja. Und wenn und wie auch dann dadurch das und das geschehen ist, dann sprechen Menschen vom Wunder. Gröning hat geheilt und der muss jetzt verfolgt werden. Den muss man beseitigen. Ich kann mich ja keineswegs aufregen. Und ich weiß, dass es den Menschen gut tut, von dem ich auch überzeugt bin. Und um wie viel würde es besser sein, wenn jeder Mensch nun von sich selbst so überzeugt wäre. Und dass er in Zukunft genau weiß, wie er sich hier in seinem Erdleben zu verhalten hat. Wenn er das tut, was er sich selbst schuldig ist. Wenn er das tut, was er seinem Körper schuldig ist. Wenn man ihm die Luftröhre zudrückt, dann geht es gleich anders, ist zu wenig Luft im Körper. Oder wenn die nur die Nase verstopft haben, dann geht es auch nicht mehr so richtig. Merken Sie das? Da haben Sie Stopfen drin. Ja, es fehlt was im Körper, dass der Körper nicht genügend Sauerstoff kriegt. Und dann ist so etwas, das gibt schon Störungen, dann fühlen Sie sich gar nicht wohl. Dann können Sie auch nicht so hohe Stiegen klettern und da können Sie so vieles nicht tun, weil Sie nicht das für Ihren Körper haben, was Sie brauchen, um Ihren Körper in Tätigkeit zu setzen. Also müssen Sie Ihren Körper dazukommen lassen. Und wenn mal irgendwo eine Störung ist, ja, dann geht es einfach nicht. Dann können Sie das Schlechte nicht leisten. Dann muss erst das Übel doch beseitigt werden. Und so gibt es vieles zu sagen. Und was können Sie mir sagen? Doch eines, liebe Freunde, dass auch Sie, und das werden Sie mir auch sagen, dass Sie schon Lebenserfahrung gemacht haben. Dass Sie schon viel Böses gekostet haben. Ne? Schon viel Trübsal geblasen. Und wie Sie das herabgewürdigt haben, das wissen Sie auch. Nun sage ich, es ist aber Zeit, dass Sie sich von dem Unguten lösen. Wir zu dem Guten übergehen, zu dem auch Sie, zu dem wir alle gehören. Indem wir wirklich an das glauben, was Gott uns gegeben hat. Nicht nur unseren Körper, sondern alles, was zu ihm gehört, sodass wir ihn uns erhalten können und dass er auch gefördert wird. Essen, trinken, den Sauerstoff können Sie hinzuführen und auch Kraft braucht er. Und wenn er kraftlos ist, das heißt energielos ist, dann können Sie nicht mehr nützen. Also müssen Sie ihm, den Körper, alles zukommen lassen. Tun Sie das doch. Sie müssen für sich selbst, für Ihren Körper sorgen. Und dass Sie immer in dem Heil leben, das heißt, dass Sie immer von dem Unheil frei sind, müssen Sie gute Kraft aufnehmen. Dann dürfen Sie kein Ohr mehr für das Böse haben und nicht Ihren Mund dafür hergeben, so einen Dreck davon sich zu geben. Sie ahnen gar nicht, wie ich das so betrachte, wenn ein Mensch so viel Böses von sich gibt, so viel böse Worte, dann sage ich, sowas würde ich nicht in meinen Händen nehmen, obwohl ich sie mir, weiß ich nicht, den gleich waschen kann. Sie nehmen sowas im Mund und das haben sie noch im Kopf gehabt, das haben sie in sich getragen. Das hat sie, das ihren Körper doch herabgewürdigt. Sowas behalten sie bei, ob sie es gestatten oder nicht, aber darüber muss ich dann lachen. Wie kann ein Mensch nur? Es gibt Menschen, die bitte gut gekleidet sind und sie haben alles und tun nach außen so als ob. Und wenn man so hinter den Kulissen schaut, da und dort sieht und hört, ja, was geben diese Menschen von sich? Sie sind ja doch gar nicht so. Nein, sie sind ja anders. Oh, gemein sind sie. So viel Gemeines haben die in sich. So viel gemeine Worte und so alles. Na Freunde, wenn Sie derartiges mal von sich gegeben hatten,
Na, wie haben Sie sich dann gefühlt? Wenn es vorbei war, haben Sie sich wohl gefühlt. Aber solange Sie das in sich getragen hatten, haben Sie sich dann auch so gut gefühlt? Ich glaube nicht. Nun würden Sie sagen, nun ist guter Rat teuer. Ja, was jetzt? Schauen Sie, Freunde, immer wieder mit dem Übel abgeben, mit all dem abgeben, was Sie wirklich als Übel, als Unheil empfunden haben, immer wieder damit befassen, dann kann das Gute nicht kommen. Wie viele Erklärungen sollte ich Ihnen dazu geben? Was glauben Sie, wie viele Erklärungen nötig sind? Aber hier, liebe Freunde, müssen Sie selbst doch zu dieser Erkenntnis, zu dieser Einsicht kommen, dass Sie sich wirklich jetzt zu all dem wieder bewegen, zu dem Sie gehören, und das für sich selbst tun, was Sie nötig haben. Ich habe jetzt nötig, etwas Feuchtigkeit mir zu Leibe zu führen. Etwas. Ich tue es. Sondern ich als solcher und Sie als solcher müssen sich doch dahin bewegen. Sie müssen es tun. Ich muss es auch tun. Ich muss noch weiter, noch habe ich es nicht. Es muss ich weiteres tun. Ich bestimme doch diese meine Gliedmaßen, es zu tun. Ach so, Unterstück muss ich auch machen. Sehen Sie, alles muss ich tun. Jetzt habe ich das. Und ich glaube, das reicht, das genügt. Und zu viel wäre nicht gut. Also, wieder den Weg zurückmachen. Was das alles ist. Schauen Sie, Freunde, Sie müssen sich doch zu allem bewegen. Und so erst recht müssen Sie zu sich selbst erstmal zurückfinden. Denn dazu haben Sie doch Ihren Körper. Wenn Ihr Körper nicht mehr so kann, dass er nicht über die Kräfte verfügt und nicht den Willen hat, sich das zu holen, gib mir doch was. Ne? Der Mensch, der bleibt sitzen, der kann nachher nicht gehen. Bestimmt nicht. Der wird faul, der wird träger. Da stirbt in ihm alles ab. Ich bin da gar nicht faul. Ich gehe hin und tue das, führe mir das zu Leibe oder tue das, was ich zu tun habe. Immer das, was ich mir selbst schuldig bin. Ich sage, den Gründen brauchen Sie gar nicht bedienen. Jo, wenn ich mal hinkomme, jo, dann mache ich neulich das auch nicht aufstehen. Ich sage, Kinder, ihr wollt weiter nichts, nur dass ich immer sitze, womit ich immer grüße. Lasst mich doch, ich möchte auch ein bisschen Bewegung haben. Es ist manchmal nicht leicht, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, 10, 12, die letzten 15 Stunden im Wagen sitzen, das Ding da schaukeln. Ja, du meine Güte, da bin ich doch froh, wenn ich mal aussteigen kann, dass mein Körper mal bewegen kann. Da kommt man wo rein, wieder zu den Freunden. Bitte, bitte, bitte nehmen Sie doch bitte, setzen Sie sich hin. Alles dieses, ja, Sie wissen es nicht, wie Sie es dann so gewohnt sind. Nee, so faul bin ich nicht sein. Ich muss das für meinen Körper tun, was er braucht. Lang genug hat er gesessen. Es ist Zeit, dass er sich mal bewegt. Oder nicht? Na, und für Sie ist ja auch bald Zeit, dass Sie sich bewegen. Nicht immer so zu sitzen. Haben wir noch Zeit? Ja. Es ist ein bisschen warm für Sie hier. Ja, das will ich auch. Bitte? Das merken Sie auch. Prima. Du hast noch festgestellt. Na? Ja, bitte die Lampen sind noch dazu. Die brauchen Sie auch was. Ja. Also dann bin ich dafür, meine lieben Freunde, Sie sollen nicht in einem Brutkasten sitzen, Sie sollen nicht beengt sein. Weil ich nun gerade schon von der Bewegung gesprochen habe, bewegen Sie sich mal ein bisschen. Machen Sie eine kleine Pause. Ja? Aber gönnen Sie mir auch die Pause. Wenn nicht allzu lang, aber ich glaube, das ist notwendig. Ich mache auch. Na, nun geht wieder alles gut. Nun, liebe Freunde, jetzt haben Sie so einiges gehört. Wie viele Menschen auch dadurch das Gute an sich selbst
an ihrem eigenen Körper erfahren haben. Glauben Sie, dass auch Sie jetzt Gutes erfahren können, so Sie das Gute, wie Sie es nötig haben, auch beherzigen, in Zukunft auch immer zu beherzigen wissen? Und glauben Sie, dass Sie Ihrem Körper wirklich viel schuldig sind? Und zwar das, was ihm wirklich zum Guten führt? Dass Sie das in Ihrem Körper aufzunehmen haben? Der Glaube kann Berge versetzen. Manchmal sagt man auch, der Glaube versetzt Berge. Wie es auch so hier in vielen der Fall ist. Der Glaube versetzt Berge. Nun will ich Sie nicht überschütten mit all dem, liebe Freunde, um womöglich, dass Sie sich in den Glauben versetzen. Ich wollte jetzt hierfür Propaganda machen. Oder womöglich für mich selbst Propaganda machen. Nein. Ich könnte Sie überschütten. Auch hierin habe ich die Ruhe und die Geduld bewahrt. Menschen der Umwelt von all dem nichts weiter wissen zu lassen, als das, was ich ihnen zu sagen hatte, wie ich es ihnen heute auch hier gesagt habe. Und wieder eine und der andere von diesem Glück beseelt, dass in ihm, in seinem Körper die Ordnung zustande gekommen ist, sage ich immer mit Recht, nicht ich, war es, nicht ich tat es, sondern sie selbst waren es. Sie selbst taten all das, indem sie sich darauf vorbereitet, darauf eingestellt, um wirklich jetzt Gutes zu erfahren. Und das haben sie erfahren. Christus sagt auch nicht ich, sondern dein Glaube hat dir geholfen. Hier, meine lieben Freunde, da ist viel zu sagen. Und es stimmt auch, dass es hier der Glaube des Menschen selbst ist. Glauben Sie nicht, dass ich es jetzt haben will, dass Sie leichtgläubig sind. Das will ich nicht. Sie sollen nicht alles glauben. Sie sollen auch nicht das glauben, was ich Ihnen bis jetzt gesagt habe. Sie haben eine Pflicht, sich von dem zu überzeugen. Ob und inwieweit es stimmt, ob und inwieweit es hier der reinen Wahrheit entspricht. Wenn die Ordnung nicht gleich so zustande kommt, dann ist Ihr Nächster nicht schuld, dann sind Sie es. Nun seien Sie ehrlich zu sich selbst. Nicht, dass Sie sagen können, ja, dieser und jeder ist schuld. Nein, Sie sind es. Leichtgläubig sind die Menschen. Sehr leichtgläubig. Wenn Ihnen einer jetzt was erzählt, jetzt habe ich Ihnen so einiges Wahres berichtet, jetzt kommt ein anderer und berichtet es Ihnen auch. Und da weiß ihm das so schön zu geben, so schmackhaft zu machen. Und sie schenken ihm auch Glauben. Ohne, dass sie das erfasst haben, was er ihnen sagt, was er damit gesagt hat. Und, dass sie das so leicht hinnehmen, so leicht glauben und sagen, der hat auch recht. Ich will nicht, liebe Freunde, dass sie leichtgläubig werden. Das sollen sie gar nicht. Sie haben genau die gleiche Pflicht wie auch ich, sich von allem zu überzeugen. So sie überzeugt sind, dann haben sie Kraft. Dann kommt die Überzeugungskraft. Und der Wille, den sie haben, wird gestärkt. Und sie werden dann ihren Willen, das heißt den Willen in die Tat umzusetzen wissen. Und sie werden dann wirklich alles tun. Wie oft haben sie sich an ihrem Körper versündigt? Wie oft haben sie ihren Körper zu viel zugemutet? Wie oft haben sie ihren Körper so viel gegeben, was er gar nicht nötig hatte? Aber das war das Verlockende, das Verleitende. Und sie kannten kein Maß. Sie konnten sich selbst nicht beherrschen. Sie konnten auch ihren Körper nicht beherrschen, wenn er vom Bösen angegangen war.
und alles, was müssen Sie. Wie wahr es doch ist und wie gut es auch ist, dass ich Ihnen nie Unwahres gesagt, solange Sie einige Worte schon gehört haben von mir und wie Sie sich auch weiter überzeugen können, ich würde auch hier sagen, wie viel Fehler und wie viel Böses hätte ich begangen, wenn ich auch nur in einem Fall nur einen Arzt und überhaupt die Ärzte bekämpft hätte. Wozu, wer gibt mir das Recht? Wozu das alles? Nein, alles in Ruhe und Geduld aufgenommen. Ich habe zuvor gesagt, dass wirklich die Ärztezeitung als solche viel Unwahres über Gröning geschrieben hat. Und dass sie an Gröning kein gutes Stück gelassen hat. Und dass er der übelste und schmutzigste Mensch sein soll. Bitte. Ich habe zwar zur Kenntnis genommen, wenn ich das auch nicht gelesen habe, sage ich, ach, da ist schon wieder der Name Gröning drin. Den muss ich doch mal kennenlernen. Schauen Sie, Freunde, der gesunde Humor ist immer angebracht. Tja, aber was hat man mit denen alles vor? So klein er ist, so groß wurde er beschrieben. Und so viel hat man über den geschrieben. Diese Menschen haben früher geglaubt, wir kriegen ihn schon klein. Aber ich sage, es ist nicht möglich, den Gröning klein zu kriegen, denn er ist ja klein. Oder habe ich mich mal erhoben gefühlt? Habe ich mal gesagt, ich bin groß? Oder habe ich gesagt, ich bin allwissend? Nein, ich weiß nicht viel. Wissen Sie, was ich weiß? Weiter nichts als nur das, was Menschen leider heute nicht mehr wissen. Mehr weiß ich nicht. Das ist alles. Nun hier diese Menschen zu verstehen, sehen Sie, das ist, ich könnte sagen, das ist ein Studium. Das ist eine Lehre, den Menschen zu durchschauen, nie Böses anzunehmen, auch wie wenn sie Böses schreiben. Ich freue mich nur, wenn und wie Menschen jetzt so nach und nach zur Wahrheit übergehen, so nach und nach kommt es auch. Einer muss den Anfang machen. Aber wie es hier so ist, ist es in vielem anderen auch. Wie gesagt, diese Schmutzartikel, die haben sich gehäuft. Was glauben Sie, wenn Sie mein Archiv sehen würden, wenn Sie sagen, ist das möglich, das haben Sie gesammelt? Ja, man hat mich wirklich gesagt, zu einem Papiersammler gemacht. Ja, ich habe Papier gesammelt. Und es ist alles sorgfältig aufgehoben, alles schön eingefacht. Es hat keine Ordnung. Haben Sie jeden Monat, haben Sie jedes Jahr drin und dann haben Sie auch geschrieben, was das betrifft und alles. Es ist alles drin. Ich habe bis heute noch nicht den Gedanken geführt, nur einen Menschen auf die Anklagebank zu führen. Ich habe nur manchmal da und dort bei den Behörden gefragt, ja, dann wollen Sie mich womöglich dazu reizen oder dazu bewegen, dass ich dazu übergehe, wie Menschen hier darüber gegangen sind, den Gröning immer wieder anzuzeigen, mit Schmutz und Dreck zu bringen? Sollte ich dazu übergehen, berechtigte Anzeigen zu machen? Oder müsste ich nichts anderes zu tun haben? Nein, das habe ich alles gar nicht getan. Ich sage, kurz überlang kommt es doch zu dem, dass die Menschen zur Vernunft kommen und dass sie zur Erkenntnis kommen. Und dass sie hier aus allem eine Lehre ziehen und dass sie dann die Vernunft annehmen, die Vernunft in sich aufnehmen und dass sie in Ruhe dann dem folgen und dem nachgehen, dem sie nachzugehen haben und in Ruhe auch den Menschen dann richtig dementsprechend zu behandeln wissen. Und ich sage hier mit dieses eine, bitte soll kein Lob sein für mich. Ich fühle mich deswegen nicht gebrüstet. Nein, Freunde. Aber hier habe ich einen kleinen Beweis, einen kleinen Fingerzeig, dass das doch stimmt, wie Menschen heute zur Erkenntnis kommen, dass der Glaube es ist, der wirklich den Menschen, der Glaube an das Gute, den Menschen zum Guten, das heißt zu Gott, bewegt. Ich könnte Ihnen vieles zeigen. Ich verfüge über viele, viele Schriften. Das können Sie mir auch glauben. Es gibt Bücher. Was glauben Sie? Wie Ärzte selbst auch geschrieben haben, die sie noch gar nicht kennengelernt. Und jeder gibt das so von sich, wie er diese Erfahrung gesammelt hat, von denen er überzeugt ist. Und er bringt seine Überzeugung zum Ausdruck.
Und eines schönen Tages wird er den Mut fassen, jeden auch die Wahrheit zu sagen. Und ich wundere mich tatsächlich, dass man auch wirklich in dieser Zeitung das so aufgenommen hat. Aber so nach und nach kommt man schon drauf. Und jetzt durfte ich einen davon Sie bitten, das vorzulesen. Es ist nicht viel. Wollen Sie es? Ja. Aber dann bitte so schön laut, damit jetzt auch alle... Nur hier. Nur bis hierher gehen und da noch die Überschrift haben. Ja, es sind da Fachausdrücke, liebe Freunde, bei denen Sie vielleicht nicht alles verstehen, aber das ist so nebensächlich. Es ist etwas Wichtiges geschrieben, ich habe es Ihnen zwar schon gesagt, betone aber noch einmal, dass es ja kein Ruhm für mich sein soll, oder dass Sie jetzt zu mir kommen sollen und sollen jetzt fröhlich um den Hals fallen. Nein, alles sollen Sie gar nicht. Ich sage nur, dass hier Menschen auch schon dazu übergegangen sind, dass sie erkannt haben, was wirklich die Ursache ist, das den Menschen zum Guten bewegt hat und was notwendig ist. Sie bekommen es danach von allen Seiten, nicht nur von Gröning. Nein, nein, von vielen schon. Wie ich hier und dort auch mit Menschen zusammenkomme, ich kann weiter nichts sagen als nur die Wahrheit. Wie die Wahrheit ist und wie der Mensch sie auch erfassen kann. Nach diesem Versuch und kein Ende. Ist hinten zu hören? Kam da irgendein sinniger Kopf in USA auf den Gedanken, mit dem doppelten Blindversuch und einer hieb- und stichfesten Statistik nachzuweisen, was nicht wenige Ärzte auch vorher schon wussten. Glaubt ein Kranker an ein Heilmittel, so ist dieses um vieles wirksamer, als wenn er nicht daran glaubt. Wenn es überhaupt eine Potenzierung in der Arzneikunde gibt, so ist es sicher diese. Pyramidon plus Glaube, Morphin plus Glaube und natürlich auch Dismenol plus Glaube. Alle sind wirksamer als die genannten Mittel ohne Glaube. Wer es noch nicht wissen sollte, kann es bei Herrn Gröning lernen, dass auch nichts plus Glaube recht wirksam sein kann. Vor mehr als 30 Jahren habe ich einmal in der medizinischen Welt Kakaozäpfchen als Schlafmittel empfohlen. Über dies alles zu schreiben, sollte heute nicht mehr notwendig sein. Aber nun taucht die Placebo-Seuche auf mit dem doppelten Blindversuch und infiziert, nachdem die medizinischen Kliniken sich damit befasst haben, allmählich auch andere Disziplinen. Warum sollte man es nicht in der Ohrenklinik, warum nicht in einer orthopädischen Klinik ausprobieren? Das gibt dann jedes Mal einen neuen Aufsatz, der mit jener schön... Genug? Das reicht doch, oder? Nun, meine lieben Freunde, das ist hier an der Anfang. Aber es gibt schon viele, viele Bücher. Ich hätte ja genauso mich hier herstellen können und hätte Ihnen jetzt was aus einem Büchelchen gelesen, das geschrieben ist von einem Doktor der Medizin, Georg Volk, oder von anderen. Und genau vorlesen können. Gleich was ich aufschlage, muss ich sagen, ja, hat das von mir gestohlen. Der schreibt ja so, wie ich sage und wie ich es auch will, und tut auch das mit diesem, wie er es hier geschrieben hat, so wie ich es immer getan habe. Sehen Sie eine gute Anleitung. Arznei für Leib und Seele. Bitte? Aber da gibt es ja viele Bücher, Sie haben Zeit. Ich komme nicht dazu, in die Buchläden zu gehen und sagen, was haben Sie? Wenn ich mal hier und dort eins empfohlen erhalte, dass Freunde mir das geben, den Hinweis geben oder mir das da gleich beschaffen, und dann habe ich es. Gelesen habe ich es noch nicht. Aber das genügt mir. Genügt Ihnen das nicht auch? Nun? Aber bitte, wenn Sie zuerst das lesen wollen, lesen Sie es. Können Sie ja, so Sie es verstehen, beherzigen, was gut für Sie ist, das nehmen Sie an. Was Sie nicht verstehen, können Sie nicht annehmen. Aber auch hier wird drin stehen, dass der Mensch viele Störungen ausgesetzt ist und dass er immer wieder diesen verfällt, wie er doch oft verfallen ist und dann immer wieder abbaut.
damit ist auch einem Arzt nicht geholfen. Niemand ihnen selbst erst recht nicht geholfen. Nun, liebe Freunde, wollen Sie doch nicht glauben, dass ich es jemals anders getan habe, als nur das gesagt, was Wahrheit ist. Und dass wirklich Menschen dadurch das Gute empfangen haben. Habe ich geheilt, ist jetzt die Frage, oder hat es den Menschen zu seinem Heil geführt? Also ich sage, es führte den Menschen zu seinem Heil, weil er es bejahte. Und weil er wirklich zu dem Guten, wie es doch auch nötig hat, steht. Das ist das Wichtigste. Wenn ich Sie jetzt einzeln fragen würde, glauben Sie, dass auch Sie das Heil erfahren werden? Darauf kommt es jetzt an. Wenn ja, dann wissen Sie, was Sie zu tun haben, wie Sie sich von allem Bösen lösen müssen und sich nicht immer wieder dem Bösen hingeben, dass Sie nicht immer wieder gestört sind. Und so Sie sich wohlfühlen, sage ich immer wieder, und ich kann es nicht oft genug sagen, dann gehen Sie auch zum Arzt und sagen, so, Herr Doktor, wollen Sie bitte mich, das heißt meinen Körper, mal gründlich untersuchen. Sie wissen, ich war doch dieser halb bei Ihnen lange in Behandlung und ich fühle mich jetzt seit so und so viel Tagen fühle ich mich wohl. Kann das sein? Er wird Sie untersuchen. Und dann haben Sie die Garantie und haben auch die Sicherheit gesagt, ja, er hat auch festgestellt. So er sich über vieles wundert, dass das Böse in Ihrem Körper, die Störungen in Ihrem Körper, er wird sagen, die Krankheit, ich spreche nicht von Krankheit, er spricht davon und Sie sprechen davon, die Krankheit nicht mehr vorhanden ist, wird er sagen, ja, was haben Sie getan? Es ist bei Ihnen ein Wunder geschehen. Ich stehe vor einem Rätsel. Wie ist das möglich? Dann sagen Sie ihm doch die Wahrheit, wie das möglich war. Sie haben früher nicht glauben können. Sie haben zu ihm kein Vertrauen gehabt. Sie haben auch nicht geglaubt, dass er das, was er mit Ihnen getan, was er Ihnen verschrieben, was er Ihnen übergeben hat an Medikamenten, haben Sie immer wieder abgelehnt, das hilft ja doch nicht, ob ich das nehme oder nicht. Und jetzt ist es anders. Glauben Sie, dass er nicht auch glücklich und zufrieden sein wird? Ich sage ja. Es sind schon viele Ärzte da, liebe Freunde, die sich glücklich fühlen, wenn einer ihrer Patienten zu ihm gekommen ist und der ihm dieses berichtet hatte. Aber wahrheitsgetreu berichtet, nicht mehr lügen. Davon lassen Sie jetzt ab. Denn jede Lüge, die Sie von sich geben, was Sie selbst da formen, was Sie sich selbst zurecht spinnen, muss ich sagen, ganz deutlich, das kommt wieder auf Sie zurück. Damit belasten Sie sich. Glauben Sie es mir. Und nicht, wie Menschen es so oft tun, ja, am Tag viel aufgenommen, den belogen, den betrogen, ob wissend, ob unwissend, das ist, bleibt sich gleich. Der Mensch ruft sich nicht zur Ordnung, er zieht sich nicht zur Rechenschaft, gar nichts. So die Stunde für ihn kommt, legt er sein Haupt, legt er seinen Körper hin und glaubt jetzt schlafen zu können oder er glaubt nicht, dass er schlafen kann. Jedenfalls ist er belastet, denkt schon am nächsten Tag, am nächsten Morgen, wie wird es morgen sein? Also er kommt nicht klar, er wird mit sich selbst nicht fertig. Sie werden sehr, sehr leicht fertig, wenn Sie jeden Tag mit sich selbst abbrechen. Stellen Sie sich die Frage selbst, es braucht Ihr Nächster nicht zu hören. So die Frau, es tut auch ihren Mann und ihren Angehörigen nichts sagen. Niemand, nicht einer den anderen was sagen. Nein, er muss erst mit sich selbst fertig werden. Wenn Sie das täglich tun, liebe Freunde, dass Sie täglich mit sich selbst abrechnen, sich selbst fragen, habe ich alles richtig getan? Habe ich den nicht belogen? Habe ich ihm da nicht Übles mit auf den Weg gegeben? Das belastet Sie doch. Sie sagen, Ihr Gewissen ist belastet. Ja, das stimmt. Und Sie werden unruhig. Und Sie müssen weiter Gedanken aufnehmen, Sie werden energielos. Und daher kommt es schon, da kommen schon die Störungen. Wer aber rein ist, liebe Freunde, den kann das alles gar nicht erschüttern. Der bewahrt die Ruhe und sagt, nein,
ich stehe zur Wahrheit, ich lüge nicht, ich betrüge keinen Menschen, ich sage so, wie es ist, und dann fühle ich mich wohl dabei. Und trotz alledem rechne ich jeden Tag mit mir selbst ab. Habe ich diesen und jenen das Richtige gesagt? Hätte ich nicht noch das sagen können, auch das hole ich vor. Dazu kam ich nicht, da wurde ich abgelenkt. Da hat einer zwischengesprochen. Oder da hat mich unterbrochen. Ah, da muss ich das Versäumte noch nachholen. Denn mit diesem einen, mit dem Halbgesagten, kann er noch nicht das Richtige sagen. Also muss ich ihm alles sagen. Dann bin ich frei. Wenn auch Sie zu einem Teil so wären, wäre das viel, viel schöner. Und Sie würden sich glücklich schätzen, dass Sie jetzt der Wahrheit stehen, dass Sie nicht mehr lügen, denn mit diesem betrügen Sie Ihre Nächsten wie auch sich selbst. Also ablassen von all dem. Diese Belastungen brauchen Sie gar nicht. Und so Sie doch wirklich das Gute nötig haben, liebe Freunde, zweifeln Sie es doch nicht an. Nützen Sie die Zeit, nehmen Sie jede Gelegenheit wahr, wie heute hier, um möglichst viel Gutes zu empfangen, Gutes zu hören, wie Sie auch das Gute fühlen. Oder glauben Sie, es ist notwendig, dass ich Sie einzeln frage, wie Sie sich fühlen? Muss ich das? Muss ja gar nicht. Das stellen Sie doch selbst fest. Ob Sie ein gutes oder ein böses Gefühl, ein ruhiges oder ein unruhiges Gefühl haben. All das, meine lieben Freunde, können Sie selbst doch feststellen. Das kann ein anderer an Sie nicht feststellen. Sie selbst müssen es wissen. Sie selbst müssen sich von allem überzeugen. So Sie von sich selbst und von Ihrem eigenen Körper überzeugen, sage ich noch einmal, dann können Sie Ihren Nächsten auch überzeugen. Dann können Sie ihn anraten und sagen, Mensch, tu das Gleiche, wie ich es auch getan. Früher war ich auch in dem Zustand. Ich war immer unruhig. Ich war nie zufrieden mit mir selbst, nicht zufrieden mit meinem Körper. Mit allem anderen war ich auch nie zufrieden. Ich war mit meinen Angehörigen nicht zufrieden. Ich war mit meiner Tätigkeit nicht zufrieden. Das war mir alles nicht. Ich war ein unzufriedener Mensch. Ich war unruhig bis dort hinaus. Ich wusste weder ein noch aus. Heute bin ich die Ruhe selbst. Heute genieße ich das Leben. Heute nehme ich das Leben so in mir auf, so dass ich sage, ja Kinder, ist das ein wundervolles Leben. Ich kann so viel erleben, wie ich früher nicht erlebt habe. Ich habe das Leben verlebt. Ich raste nur so durch die Gegend. Ich hatte für all das Gute, wie ich es doch wirklich nötig hatte, keine Zeit. Ich hatte auch keine Lust und keine Liebe dafür. Also hat der Mensch sich doch damit und dadurch versagt. Sehen Sie, und wie gut es wieder auf der anderen Seite ist, so ich Freunde, so ich Menschen begegne, auch gerade Menschen, die einst meine wirklichen Feinde waren. Unbewusst waren sie es. Sie hatten Böses gehört, Böses gesehen, das heißt gelesen, und haben Menschen so, ohne es zu überprüfen, Glauben geschenkt. Und dadurch hatten sie den Grünen bekämpft. Und so der eine und der andere auch von diesem Unheil erfasst, ich ihn mit einer Ruhe begegnet, ich habe nur die Wahrheit gesagt, die er dann auch, als ich ihm die Frage stellte, glauben Sie, dass Sie jetzt die Wahrheit auch erfahren werden? Oder fühlen Sie es jetzt schon? Haben Sie das Gefühl, dass ich Sie nicht belogen und auch nicht betrogen habe? Ja, das hatte ich. Schön. Und danach wurden es meine Freunde. Und Sie haben sich aber immer abgesprochen und sagten sich selbst, ich werde mit den Angehörigen, mit all denen werde ich gar nicht fertig. Ich sage, ich werde fertig. Und gerade mit denen fertig, die mit sich selbst nicht fertig geworden sind und die mir nur Böses zugetragen haben, das waren die Zuträger des Bösen, die viel Böses in sich aufgenommen haben. Da hat man sie nur, um das Böse zu bringen, sie nur zur Ordnung zu rufen und ihnen nur das zu sagen, was wirklich Wahrheit ist. Glauben Sie, dass Sie das auch meistern können? Genau das. Sie werden es nur leichter haben, man wird über Sie nicht so viel schreiben. Das ist einmalig, dass man über den Grünen so viel geschrieben, ich muss immer wieder nur noch lachen. Aber gleich, ich weiß auch mit Güte zu antworten, ohne dass ich den Menschen nur ein böses Wort entgegenwerfe. Ein böses habe ich nicht.
aber ich habe mich wirklich nicht in die Ruhe bringen lassen. Und sollte Ihnen das, meine lieben Freunde, mal passieren, dass Sie vom Bösen angegangen werden, nehmen Sie das Böse nicht in sich auf. Haben Sie dafür kein Ohr und erst recht auch nicht den Mund dafür. Und erst recht nicht Ihren Körper, um Böses zu tun. Ich warne Sie davor.